Hallo und herzlich willkommen zum Fitnessprofessor. Heute möchte ich euch mit Hilfe von diesem Band erklären, wie einfach Krafttraining und Stretching funktionieren können. Wir können die Plastizität des Skelettmuskels 1:1 übertragen auf die Trainierbarkeit. Und das möchte ich euch mal erklären anhand dieses kleinen Therabandes. Wenn man so ein Theraband sich vorstellt als Muskel, dann haben wir natürlich immer eine gewisse Grundspannung in dem Muskel und dann die Fähigkeit, wenn der Muskel sich zusammenzieht, zu kontrahieren. Das bedeutet also, Ansatz und Ursprung nähern sich einander an. Wenn man von diesem Modell ausgeht, kann man jetzt also relativ simpel sagen, wenn ich weiß, wo Ansatz und Ursprung sind, was passiert, wenn der Muskel sich zusammenzieht. Dementsprechend müsst ihr immer nur, wenn ihr nicht genau wisst, wie trainiere ich welchen Muskel, in die anatomische Literatur schauen und gucken, welche Funktion hat der Muskel. Und wenn man diese Funktion bedient und dann irgendeine Art von Widerstand setzt, im Englischen heißt es auch so schön Resistance Training, also Widerstandstraining, dann ist es ein adäquater Krafttrainingsreiz. Und je höher dieser Widerstand ist, desto höher natürlich auch die Spannung auf dem Muskel. Und so einfach ist Krafttraining. Stretching oder auch Dehnung ist jetzt das Ganze genau umgekehrt. Das bedeutet also, wenn ich weiß, wo A und B sind, brauche ich im Prinzip nur A und B möglichst weit voneinander entfernen und der Muskel wird optimal gedehnt, also auseinandergezogen. Einfaches Beispiel, nehmen wir mal den Bizeps. Der Bizeps hat die Funktion, er beugt den Arm, macht also eine Flexion im Ellbogengelenk, macht zusätzlich eine Supination und kann auch so eine leichte Abduktion, Anteversion machen. Und dementsprechend, wenn ich den trainieren will, nehme ich mir eine Hantel oder ein Theraband oder was auch immer, das sieht der Muskel zum Glück nicht, was er da bewegt, und übe genau das aus. Kraftübung für den Bizeps. Wenn ich diesen jetzt dehnen will, drehe ich das einfach nur genau um. Das bedeutet, jetzt mache ich hier eine Pronation, eine Extension und eine Retroversion, bringe den Arm also langsam so in Überstreckung nach hinten und so habe ich die optimale Dehnung. Das heißt also, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie dehne ich welchen Muskel, einfach nur wieder in die Anatomie schauen, die Funktion des Muskels exakt umdrehen und dann habt ihr die optimale Dehnung. Und so einfach geht Training.